So, hallo und alle zur nächsten Folge von Clash Royale. Heute habe ich hier ein paar Kisten zu öffnen. Tut mal schön, dass hier unten alle komplett fertig sind. Und Free Chests habe ich schon gesammelt und Dings, ja. Ich habe mich immer noch komisch an. Ich wundere, dort halt noch ein paar Tage, bis jeder weg ist, alles. Und ich habe durch reines Sammeln bei meinen Knalls hier das nächste Level schon erreicht. Kostet jetzt 4000, um es zu verbessern. Und mache ich aber einfach mal an der Stelle. Okay, sieht jetzt so aus. Und dann alle Kisten hier. Ja, ich hoffe noch möglichst schnell auf hier oben 500 zu kommen. 11 Stück fehlen noch. Leider auch hier nichts. Ja, ich glaube auch hier ist vorbei schon. Ballon. Okay, nächste epische Karte. Dann nochmal eine. Nö, Knall. Fledermäuse, Feuergeister und Grabstein. Ja, super viel freier Platz. Und dann. Ich wollte mal ein paar andere Sachen spielen. Und zwar die Prinzessin gegen Pfeile. Mal gucken, wie das auswirkt und let's go. Ich habe das Gefühl, dass es vielleicht ganz gut gehen könnte. So. Dann. Ich sitze einfach jetzt mal hier. Lol, hat er Instant getroffen. Oder die Rakete reicht komplett aus. Jo. Keine Ahnung, was gemacht, der hat seinen Knall auch noch gesetzt. Und ich starte hier. Ich setze den Lava-Hund fett davor. Und test, ob sie reicht. Oh nein, oh das. Ich habe gedacht, für eine Sekunde, dass das Knall gewesen wäre. WTF, hab ich gerade übelst vertan. Ich habe gedacht, das wäre Knall gewesen. Aus irgendeinem Grund. Sah voll ähnlich aus. Ah, das war doof. Jetzt einfach da die Prozessin hin. Ja, geht. Ja, Knall geht noch. Geht schon. Ja, schade, ich hab's ein bisschen verspielt. Und? Ja, doch. Ich muss jetzt hier die Ecke verteidigen, beziehungsweise. Ja, okay, reicht leider nicht. Ja, der kommt da dran auch komplett. Ja. Nee, das kriegt er. Ja, kann ich vergessen. Ja. Es war eben doof. Karte verwechselt einfach, aber der hat doch nur einen gekriegt. Das noch recht knapp. Ich weiß nicht, ob ich die Pfeile so sehr vermisse, halt gut für Lakaienhorde. Aber ich denke halt, ich kann noch Prinzessin setzen, die halt von hinten schießt und das ist ja fast auch ganz gut.
Ups. Ja, das ist halt jetzt hier ein bisschen... Der hat auch... Jeder spielt sein neues mit Klonzauber. Fokussiere mich halt wieder auf eine Seite. Ich habe so eine Art Run eben gehabt, ja. Ja. Es läuft nicht so gut. Oh, wie hat der gerade so viel Damage gekriegt? Und von was? Wie und von was hat er gerade so viel Damage gekriegt? Ich hab grad gar nicht echt nicht gemerkt, wie der so schon da runtergehauen wurde. Ja. Da wäre Fall wieder gut gewesen. Gibt so viele verschiedene Situationen. Aber ich will da irgendwas von der Prinzessin machen. Ja, ich will mich jetzt nicht ganz runtergeschafft. Das ist ja furchtbar hier. Muss doch mal gut laufen. Aber es ist wieder so ein Tag, wo einfach nicht läuft, glaube ich. Hui. Ah, verdammt, Drachenbaby noch. Das war ein bisschen zu schnell, wo er es eingesetzt hat. Aber hey, ich habe auch ein bisschen Damage oben gemacht. So, wer hat noch ein Drachenbaby raus, oder? Na, ich hab genug. Denn sein Zap reicht auch nicht komplett aus. Hm. Sollten einen Lava-Hund rausprügeln. Jupp, und zwar so ähnlich wie jetzt hier. Da gab's einen Ballon. Ja, der kriegt das doch schon wieder vielleicht. Komm schon, macht hier oben das Ding. Gott, ich habe gerade auch wieder nichts gehabt, das abzuwehren noch. Heute geht echt mal nicht.
glaube nicht, dass das daran liegt, dass ich einfach nur Dinge ausgetauscht habe gegen Prinzessin. Einfach weil ich halt Pech habe beim Gegner zuordnen oder. Ja, so kann man es halt auch machen. Ja, oh, Level 10er. Level 10er ist recht hoch. Er ist sehr aggressiv. Oh komm, ernsthaft. Schade. Come on. Ja, in solchen Situationen fehlen mir dann doch halt wieder mal die Pfeile. Ich werde gleich wieder zurückwechseln. Ich habe kein einziges damit gewonnen. Dadurch, dass ich Prinzessin wieder drin habe. Kein einziges gewonnen. Und ich habe irgendwie keinen einzigen Turm selbst gekriegt. Ich habe es nicht geschafft, bis zum Gegnerturm vorzukommen, Ballon dann einmal richtig zu klonen. Weil es nie möglich war in den Games. Ja, der hat halt perfekte Antwort hier oben. Und ich kann nichts machen. Wie viele Fässer hat er denn? Ja, ich brauche unbedingt Pfeile wieder. Ich brauche unbedingt Pfeile wieder. Ja, das, ich komm nicht an seine Türme ran. Und ich schaff's mit Zap auch nicht hier das zu one-shotten. Ja, ich tausche wieder zurück. Ey, das Verdeck hat jetzt beispielsweise überhaupt gar nicht funktioniert. Durch die ganzen Loses bin ich jetzt locker wieder aus raus. Ich hab nichts gewonnen, gar nichts in dieser. Ja, das ist nicht gut. Pfeile sind schon wichtig. So, pass auf, und jetzt läuft's besser, oder wie? Wäre natürlich, naja. Mal wieder genial. Gucken, ob es ausreicht, den Ballon noch nach oben zu verfrachten. Naja. Ja. Jetzt geht's einigermaßen. Ist ja furchtbar. Obwohl das gerade wieder nichts mit Feind zu tun hat. Ich hab's ja gar nicht geschossen, aber. Ja. Ja, der Gifttrank reicht komplett aus für sowas wie die Horde. Schick hier mal Hexe hinter.
Ja. Ja, jetzt auch ohne Hexe zu, ohne Pfeile zu benutzen, läuft's ganz gut. Jetzt gucken, dass ich mit einem Ballon mal da hochkomme. Naja, bringt auch nichts. Boah, ich kann grad nix. Jetzt kann ich das mal. Glaube ich. Naja, kann ich echt nicht viel. Ich muss irgendwas jetzt nehmen. Tja. Die Lava geht nach vorne. Oder hat er einfach ein anderes Stack? Einfach wieder Stack. Ja, hab ich. Na, kriegen die oder kriegt ihr hier? Geh auf den linken Turm, dann hab ich's, denke ich. Ja, habe ich. Keine Ahnung. Ich habe einmal Pfeile vielleicht eingesetzt. Es ist einfach Glück oder Pech, ob der Gegner gerade welche Karten der hat und so weiter und so fort. Es ist einfach Glück oder Pech. Aber zum Glück bin ich schon mal in Arena 8 geblieben. Mal gucken, ob ich mich jetzt so ein kleines bisschen zurückspielen kann, obwohl die Folge ja schon wieder vorbei ist. Es war total, keine Ahnung, heute wieder. Ja, ich setze es mal absichtlich hier vorne. Mir egal. Und der, pass auf, hat jetzt wieder Inferno-Drache oder sonst irgendwas. Wir machen meistens selbst auch mal drauf, einfach um die zu stoppen oder so. Wird ja noch kurz gestunt, um dass man mit der Turm nicht so viel Damage kriegt. Ja, jetzt muss ich mal kurz wieder warten. Ich warte, bis voll ist. Gucken, was er macht. Nicht so viel. Ich glaube, der hat ein bisschen Elixier verschenkt. Ui. Aber der schafft ja keinen Lufteinheiten. So. Oh, da sollte ich ganz kurz unterbrechen. Ah, yes. Ja, doch, der war gut. Der war gut, der hat nichts gekriegt. Wieder ein Magier. Dann kann ich eben mal den setzen. Und den. Und den. Den und... Ah, schade. Ja, mal gucken, ob es... Naja, hat er nicht geschafft. Es wird eng. Das wird wieder sehr eng. Ja. Ja, und her, jetzt auf einmal geht's, oder was? Jetzt spielen wir wieder hoch. WTF.
Ich kann mir auch nicht helfen. Also heute schaffen wir aber die Kronenrunde mehr. Das lief heute so erbärmlich schlecht. Wir sehen uns ja im nächsten Video morgen und dann gucken wir, ob wir noch die restlichen Plätze füllen können und generell irgendwas hier machen können. Bis dann, lasst krachen und tschüss.